Ja, und schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier zu Train Sim World 4. Ja, wir wollen heute mal wieder ein Szenario machen, und zwar auf der Strecke Vorarlberg. Und zwar werden wir heute das Szenario, also auch ein Szenario machen. Und zwar jeden Berg erklimmen. Lass ich mal kurz gucken, wo der ist. Ist ja gar nicht hier drin, ne? Aha, da müssen wir was anderes machen. Das mal. Da müssen wir das anders suchen. Oder ist das gar nicht in dieser Strecke, sondern... Wartet mal, wir machen mal jeden Berg erklimmen. Naja, vielleicht ist das einfach nur dieser Reisemodus, dass der so heißt. Ja. Dann werde ich das halt umbenennen am Ende. Bregenzhafen nach Bludenz. Genau, das ist anscheinend so ein Kapitelname oder so. Wir fahren heute mal die S1 5645 Bregenzhafen nach Bludenz. So, dann würde ich sagen, machen wir einfach mal los heute. Und es regnet. Toll. Ich hatte da gehofft, weil das ist ja ein geführter Modus hier. Ich hatte ja gehofft, dass es heute mal Sonnenschein ist hier in den Bergen. So, Spitzensignale machen wir auf Zugspitzensignale. Jawohl. Ich kann, während wir das machen hier, werde ich euch noch ein bisschen was erzählen. Zu den neuen Strecken. Wo ich ja vor kurzem erst ein Video gemacht habe. Ach. Okay, ich sehe es gerade. Ach, warum ist das eigentlich diese Zugänglichkeit? Warum muss man die immer neu einstellen? Kann man das nicht so lassen einfach? Das ist wirklich nervig. So, vorwärts. Türen entriegeln. Führerstandspultbeleuchtung brauchen wir keine. Zuglichter ein. Instrumentenbeleuchtung machen wir ein. So, Scheibenwischer machen wir an. So, damit wir ein bisschen was sehen hier. Meine Güte. Was für ein Scheißwetter. Warten Sie bis 11:11 Uhr. Naja, dann warten wir halt bis 11:11 Uhr. Ja, wie gesagt, während wir auf dieser Strecke unterwegs sind heute, werden wir mal, also werde ich mal gucken, ob ich euch noch ein bisschen was erzählen kann zu den neuen Strecken, die angekündigt worden sind. Ich habe gestern die Roadmap noch gefunden und habe die in meinem Community-Blog mal veröffentlicht. Könnt ihr mal reinschauen, da sind auch die ganzen anderen Kleinigkeiten damit drinne. Aufgelistet, irgendwelches Rollmaterial etc. und alles, was halt so in Planung ist. So, wir machen die Türen erstmal zu.
dazu. Und ja, wie gesagt, wenn euch TSW 4 auch so ein bisschen gefällt, sage ich jetzt mal, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Vielleicht auch einen Kommentar oder sogar ein Abo, wenn euch auch die anderen Projekte auf meinem Kanal so ein bisschen zusagen. So, und warum zeigt das jetzt? Oh, man muss alles nochmal neu einstellen hier. Ach man, ey, Zielmarkierung, macht doch mal aus, diese scheiß Zielmarkierungen. Ich weiß nicht, warum der das nicht einfach hinkriegt zu speichern, ne? Also wenn man es eben mal einstellt, dass der das nicht gespeichert kriegt. Das finde ich ein bisschen blöd. Das muss man jedes Mal, wenn man TSW neu startet, jedes Mal wieder neu umstellen. Ich glaube, andere haben auch das Problem. Bei TSW. Aber jetzt fahren wir erstmal nach Bregenz. Nächste Station Bregenz. Ausstieg rechts. Ich finde diese Strecke hier übrigens richtig, richtig gut, ne? Nochmal so. Finde ich richtig, richtig gelungen, diese Strecke hier. Weiter vorfahren. Ja, ich will noch ein bisschen, auf ein paar Strecken eingehen, die in den nächsten Monaten so auftauchen werden. Worauf ich mich auch persönlich richtig extrem freue, muss ich sagen, weil die Streckenauswahl, die da getroffen wurde, mit Ausnahme der britischen Strecke, eine echt gute Streckenwahl ist, weil es halt auch gut in TSW 4 reinpasst. Warum das der Fall ist, etc., werde ich euch natürlich alles in Ruhe erzählen. Meine Meinung dazu. Genau. Beginnen wir doch mal mit der deutschen Strecke Salzburg-Rosenheim oder Rosenheim-Salzburg. Diese Strecke gibt es natürlich schon seit Jahren bei TS Classic. Ich finde die Streckenwahl, also diese Streckenwahl zum Teil gut. Ich hätte mir mehr gewünscht von München bis über Rosenheim nach Salzburg. Das wäre, dass man halt mal eine längere Strecke wieder hat. Und wo man halt auch mal ein bisschen länger unterwegs ist. Aber Rosenheim, Salzburg ist in Ordnung, sage ich mal. Also wenn ich jetzt eine Streckenbewertung abgeben müsste, würde ich sagen, also als Entscheidung jetzt, ne, als deutsche Strecke, als Entscheidung würde ich sagen, wenn es jetzt von 1 bis 10 geht, eine 6, sage ich jetzt mal, ne? So, genau, weiter geht's mit der Strecke, wo ich mich persönlich erstmal am meisten freue. Muss ich sagen.
Mit unter anderem ist die A, die Semmeringbahn und die San Bernardino-Linie. Da diese, ja, ziemlich cool sind. Also was ich da so gesehen habe an Bildern, das wird auf alle Fälle sehr interessant. Die Semmeringbahn geht von der Wiener Neustadt bis rüber nach Mürzzuschlag. Soll eine sehr interessante Strecke sein. Ich habe die Semmeringbahn auf TS Classic nie gespielt. Leider, muss ich dazu sagen. Aber ich bin gespannt, wie das umgesetzt wird hier im TSW 4. Nächste Station Bregenz-Riedenburg. Also da bin ich echt gespannt, weil viele Leute sind der Meinung, also die gestern auch den Stream angeschaut haben, sind der Meinung, dass es eine sehr gute Entscheidung ist. Zudem, die San Bernardino-Linie ist für mich persönlich am interessantesten. Ich kann euch auch ganz genau sagen, warum. Weil wir eine Kombination dementsprechend haben, also eine Zusammenführung verschiedener Strecken. Zwar muss man die alle separat anwählen, aber man kann die theoretisch alle hintereinander fahren. Unter anderem den Caron-Pass von Barstow nach San Bernardino. Dann würde eben die neue Strecke hinzukommen von San Bernardino nach LA, also nach Los Angeles. Und dann haben wir noch die Interlope Line von Los Angeles nach Lancaster. Ich habe gestern Abend nochmal geschaut, wie lange man unterwegs ist von San Bernardino bis nach LA. Man ist tatsächlich genauso wie auf der Interlope Line, wenn's richtig schlecht kommt, 2 Stunden unterwegs. Also es zieht sich auch doch schon länger hin, als ich erst erwartet habe, muss ich sagen. Und ja, mir soll es recht sein, desto länger man auch mal unterwegs ist, desto besser. Und man kann halt auch Güterverkehr fahren, ja, ist ja logisch. Beim Güterverkehr ist halt nur der einzige Nachteil, dass es halt nur eine Variante gibt. Halt diese extrem lauten Diesellokomotiven, die auf den Strecken unterwegs sind. Ich mag die jetzt, ich hasse die nicht, die Loks, ne? Also da gibt es andere Loks, die ich weniger mag. Aber die sind halt extrem laut, ne? Also sehr, sehr laut. Also da muss man schon fast schreien hier in das Mikrofon, weil das halt sehr, sehr laut ist. Aber man kann damit umgehen. So, und darauf freue ich mich halt, weil das sind halt, also man könnte theoretisch, wenn man mal eine ganze Schicht macht, also wirklich mal eine ganze Tagschicht macht, früh um 6 Uhr beispielsweise im Barstow starten und die ganze Schicht durchballern, ne, bis nach Lancaster. Und in Lancaster hat man dann Schichtende oder so, ne. Und der Stream geht dann halt so lange, bis es man halt in Lancaster ist. Aber das ist halt natürlich dann extrem lang, ne. Und das würde ich dann halt natürlich auch im Livestream machen. Natürlich werden wir die Strecken auch einzeln fahren, ist ja klar. Caron Pass zum Beispiel werde ich auch nochmal angehen. Bisher konnte ich mich da noch nicht so... Ich glaube, wir haben mal eine Fahrt gemacht oder so, oder 2 Fahrten mal. Eben wegen dieser Lautstärke der Lok, ne? So, wir fahren jetzt mal weiter hier. Genau, und dann kommt eben noch, aber erst im Sommer, also die Tadami-Line, ne? Also so steht es zumindest drin, 4 bis 6 Monate. Also das kommt vor Sommer nicht. Aber was in den nächsten 3 Monaten auf alle Fälle kommt, ist auf alle Fälle die Strecke, die ich gerade genannt habe. Die Semmeringbahn und die San Bernardino-Linie. Rosenheim glaube ich auch sogar. Und ehrlich gesagt bin ich damit erstmal ganz zufrieden. Was gestern nicht gesagt wurde im Stream, ist, ob die Bernina-Linie, die ja extrem gut sein soll, ich habe sie mir selber privat noch nicht geholt, muss ich sagen. Das werde ich aber noch irgendwann machen, weil ich, das, was ich bisher gesehen habe bei YouTube, ist die Strecke, also bei weitem anscheinend die beste Strecke im TSW, von der grafischen Umsetzung.
Genau. Was aber eben nicht gemacht, also wo eben nichts erwähnt wurde, ist, ob es bis nach St. Moritz geht, ne? Also ob es Hospizio erweitert wird bis St. Moritz. Das wurde erstmal nicht gesagt. Ja, wie gesagt, ihr seht schon da oben, ich achte jetzt auch nicht so wirklich auf den Fahrplan, weil ich will einfach ein bisschen mit euch hier die Strecke ein bisschen genießen und einfach mal ein bisschen, ja, einfach mal ein bisschen schauen, was hier so passiert. Ich weiß auch nicht mal, ob die meisten Leute von euch überhaupt das Video bis zum Ende anschauen, weil es gibt ja so viele YouTuber, die diese Strecke hier rauf und runter fahren. Aber ich mache es halt einfach, weil ich halt Spaß dran habe und weil ich halt auch Spaß dran haben will. Nächste Station Lauterach. Und ich muss sagen, auch diese Strecke hier, also Vorarlberg, ist eines der schönsten Strecken, muss ich sagen, tatsächlich. Das löst locker die Birmingham Cross City Line ab. Das muss ich mal so sagen. Ich glaube, Güterverkehr sind wir hier noch gar nicht gefahren. Werden wir vielleicht auch mal machen. Mit der Vectron natürlich. Die Vectron ist immer noch sehr beliebt, ne? Ist aber auch verständlich. Das Einzige, was ich bei der Vectron halt wirklich nicht mag, ist das Bremsverhalten, ne? Das ist aber das Einzige. Viele machen aber auch den Fehler, dass die so stark anbremsen, auch bei vielen anderen Loks. Aber dass man langsam runterbremsen muss, das wissen anscheinend viele nicht. Keine Ahnung. Der Sync New Flies zum Beispiel, ein sehr guter YouTuber, der auch sehr viel Train Sim, also Train Simulator Classic macht, der das aber richtig intensiv erklärt. Also der macht das richtig gut. Also der erklärt da wirklich jeden Waggon, jede Lok und jeden Streckenabschnitt. Finde ich eigentlich manchmal teilweise übertrieben, aber zum Teil aber auch gut. Genau. Und der hatte zum Beispiel das Problem eben mit der Vectron, dass die eben nicht gebremst hat. Und da ist er natürlich voll vorbeigefahren am Bahnsteig und hat sich dann gefragt, ja, warum bremst die nicht? Und der Grund ist ganz einfach, der hat natürlich eine 90% Bremsung angelegt und natürlich bremst die nicht so schnell, ne? Man muss ja langsam runterbremsen. Ich glaube, das hat auch mal irgendeiner gesagt, wenn man beim Güterverkehr vor allen Dingen, durch die ganzen Güter, die hinten dran hängen, muss man natürlich langsam anbremsen. Ja. Deswegen gibt es ja auch dieses Vorsignal, was anzeigt, wie schnell man fahren kann. Ja, Personenverkehr ist natürlich für mich immer noch ein bisschen besser, weil es ist halt ein bisschen mehr Abwechslung, passiert ein bisschen mehr, weil beim Güterverkehr braucht man einfach nur die AFB einstellen und da braucht man nichts weitermachen. Kassel-Würzburg, muss ich sagen, habe ich bisher auch nicht wirklich mehr weiter verfolgt, muss ich sagen, weil ich habe nicht so das Bedürfnis, 2 Stunden mich hinzusetzen und mit AFB zu fahren. Weil es passiert ja auf der Strecke im Grunde nichts, ne? Und das ist einfach vergeudet, finde ich. Das kann man wirklich nur mal machen, wenn man nebenbei noch was anderes machen will. Da kann man das mal machen, schnell. Aber ja, weiß ich nicht. Da fahre ich lieber hier auf dieser Strecke in Ruhe lang. So, nächste Station Wolfort. Was natürlich auch eine richtig krasse Strecke wäre, wäre natürlich hier auch die Giselabahn, ne? Oder Bludenz nach Innsbruck oder sowas. Das wären natürlich auch Bombenstrecken. Das würde ich unglaublich abfeiern.
Ich hoffe ehrlich gesagt auch nicht, dass die jetzt im Oktober oder September dann wieder neues TSW ankündigen, also ja, TSW 5 in dem Fall. Weil das ist überflüssig. Ja. Die sollen hier eigentlich immer schön weitermachen, guten Content rausbringen, interessanten Content rausbringen, der sich auch Sinn, also der auch sinnvoll ist. Zum Beispiel, wie gesagt, bei der britischen Strecke haben sie jetzt eine Overground-Linie gemacht. 13 Meilen lang. Also, und 13 Stationen eben auch, ne? Also, es ist für 35 Euro, also wenn die 35 Euro kostet, natürlich völlig übertrieben. Das ist zum Beispiel auch die Strecke, die ich mir definitiv nicht holen werde. Ja? Also, da ist mir echt das Geld zu schade. Da hole ich mir lieber eine Strecke, wo ich auch ein bisschen mehr davon habe. Das ist dann bestimmt wieder so ein Reinfall wie bei Isle of Wight. Ja. Und das muss ich nicht haben. So, nur wegen dem Fahrzeug, was vielleicht ganz gut ist. So, deswegen habe ich auch in dem Video gestern, oder ja, gestern habe ich das gemacht, eben auch nie erwähnt, diese Strecke da, diesen Overground da, weil das für mich uninteressant war. Aber ich habe ja separat nochmal die, ne, sagt schon, die Roadmap nochmal in den Community-Blog gelegt. Genau, ja, was gibt's sonst noch so ein bisschen zu erzählen? Ja, dass ich ein bisschen positiv überrascht bin von TSW, also von dem Zukunftszeug da, was da kommt. Man kann es natürlich nicht allen Leuten recht machen, klar, aber das, was die da so in Planung haben und was in Arbeit ist, das finde ich richtig klasse. Vor allen Dingen auch, dass der Metrolink eben, wie gesagt, weiter gefördert wird und weiter ausgebaut wird. Das finde ich halt auch gut, weil der Zug, die Metrolink, also der Metrolink, ist nicht schlecht, der Zug. Der ist echt gut. Ja. Und wir haben vor allen Dingen auch, wie gesagt, Personenverkehr. Das ist auch ganz interessant. Interessanter eben als immer noch Güterverkehr, wo man ja eigentlich nicht viel machen muss. So. Da fahren wir mal weiter nach Schwarzach. Ich hoffe, das hört irgendwann mal auf hier zu regnen. Regen im Vorarlberg. Nee, wie gesagt, auch die Strecke hier, die wir jetzt gerade fahren, finde ich sehr, sehr gut. Finde ich, macht Spaß einfach. Und ja, empfehle ich jedem weiter. Also wirklich, weil das ist eine sehr gelungene Strecke. Ja, also bei weitem besser als Rosig Nord oder Rosig Osten oder sowas. Viele haben sich ja auch schon so ein bisschen, was ich so gelesen habe, so ein bisschen aufgeregt über die alten Strecken, dass die alten Strecken immer wieder rübergepackt werden mit und dementsprechend halt TSW immer größer wird. Aber ich weiß nicht, ob die das irgendwann mal ändern, ne? Weil es gab gestern zum Beispiel so einen Vorschlag, da wurde gesagt, ja, man könnte doch, sag ich mal, die Vorgeneration, also immer vom vorhergehenden TSW die Strecken mitnehmen, aber die ganz alten Dinger, die müssen jetzt nicht noch mit rübergenommen werden, weil da sollen die Leute dann dementsprechend die Version dann eben spielen, ne? Also in dem Fall TSW 2 oder so, ne? Wo halt dann auch die Inhalte auch, ja, wie gesagt, dabei sind. Wenn sie so unbedingt spielen wollen, ja. Aber keine Ahnung, was da wie gemacht wird. Deswegen sind halt auch teilweise auch sehr viele Bugs im TSW immer noch vorhanden. Und daran wird sich auch nichts ändern, solange TDG da nicht einfach mal sagt, nee, die Vorgeneration wird nicht weiter berücksichtigt. Ja. Es gibt so viele Versionen jetzt von TSW, also, na, da, keine Ahnung.
Weil dadurch könnte man dann halt auch ein bisschen mehr machen dann. Also längere Strecken, grafisch noch besser und vielleicht aufs Next Gen oder so. Realistischer, keine Ahnung. Das wäre auf alle Fälle sehr interessant. Wie sich das auch auswirken wird mit der Tatami Line, kann ich nicht sagen. Ich glaube, die gab es ja auch schon im TS Classic, also viele Strecken, die jetzt hier nach zu TSW kommen, sind natürlich schon beim TS Classic jahrelang schon vorhanden. Ich hoffe ja immer noch auf die Strecke München nach Garmisch-Partenkirchen, weil das eben auch eine sehr, sehr schöne Strecke ist. Also auch was Natur angeht, wunderschön. Genau. Haselstauden. Okay. Ne, wie gesagt, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von den Strecken, also von den neuen Strecken haltet. Ob ihr euch genauso auch freut auf diese Strecken. Ja. Würde mich halt wirklich auch mal interessieren, was ihr davon haltet. Also wie gesagt, ich bin mit der Streckenauswahl, mit der Ausnahme von einer, sehr zufrieden. Ja. Man muss ja nicht alles verteufeln oder so, was TDG macht, sondern halt auch mal loben. Und was sie da jetzt in Planung haben, das ist wirklich auch mal eine gute Entscheidung. Ja. Das muss man mal so deutlich sagen. Ja, wie gesagt, was euch vielleicht auffällt oder aufgefallen ist, ist, dass ich sehr spontan TSW mache. Also wirklich keinen besonderen Rhythmusplan habe oder verfolge bei TSW. Der Grund ist einfach, da TSW ein Dauerprojekt ist und ich TSW immer dann mache, wenn ich wirklich richtig Bock habe auf TSW, dann wird das auch mal durchgezogen. Weil TSW ist halt so ein gigantisches Spiel, also man kann sich da so lange damit beschäftigen, da wird man nie fertig. Wisst ihr? Und deswegen habe ich mir gesagt, nee, TSW wird auch nie, also kommt halt spontan. Also immer dann, also auch nicht immer die Woche oder so oder immer im Monat, sondern es kommt dann, wenn A Zeit ist, weil es ist ja Originalzeit, es ist ja keine fiktive Zeit hier, wie bei Train Life oder so. Wenn man Zeit hat, macht man's. Wenn man Bock hat, macht man's. Und dann genießt man das dann dementsprechend auch, ne? So, ich habe auch gesehen, dass ich jetzt mittlerweile zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich das Video eben wie gesagt aufnehme, 317 Abonnenten habe. Auf alle Fälle ein großes Dankeschön geht auf alle Fälle raus an die Leute. Ja, auf meinem Kanal kommt auch bald Tomb Raider, also die Classic Trilogie, also Tomb Raider Classic. Tomb Raider 1, 2 und 3, die Remastered-Version, die wurde heute auf meine Konsole runtergeladen und ist bereit, am 14. Gespielt zu werden. So, ich habe auch gesehen, wenn ich da richtig geguckt habe, ne, also ich muss da nochmal genauer gucken, aber wenn ich richtig geguckt habe, kann man dieses Spiel sogar auf Japanisch spielen. Ich hatte sogar überlegt, tatsächlich, weil ich ja wirklich Tomb Raider-Fan bin, ne, also das ist wirklich, ich bin Fan. Dass ich diese Teile auch Multilanguage spiele, also sozusagen in allen verfügbaren Sprachen spiele jeweils. Einfach weil es Spaß macht. Ne? Man kann sich ja, was auch bei Tomb Raider Classic halt auch richtig gut ist, ist man kann ja, weil da gab es ja auch noch diese Medipacks und so. Es gibt ja auch so Challenges. Ich weiß auch nicht, ob es da auch Schwierigkeitsgrade gibt. Ne? Das ist auch noch ein bisschen unklar, sage ich mal. Aber was ich gesehen habe, ist, also oder beziehungsweise was man halt auch alternativ mal machen kann, ne, ist natürlich solche Herausforderungen. Zum Beispiel nur Pistolen verwenden oder keine Medipacks verwenden. Ne? Ja, also das ist natürlich eine Herausforderung, die ich selber noch nie ausprobiert habe, aber ich habe gesehen, dass viele das machen. Also Speedrun werde ich nicht machen, weil dafür bin ich einmal nie gemacht. Ganz ehrlich nicht.
Ich habe es mal bei Uncharted probiert. Da habe ich es aber privat gemacht, weil da musste man, also da musste ich mich halt uni konzentrieren drauf. Da habe ich es privat gemacht. Das ging ganz gut, aber bei Tomb Raider will ich mir wirklich Zeit lassen. Ja, also ich kenne halt auch Tomb Raider 1, 2 und 3. Tomb Raider 2 habe ich nie durchgespielt, muss ich dazu sagen. Aber das sage ich dann halt auch nochmal in dem jeweiligen Video. Ihr merkt es mir vielleicht an, ich bin natürlich gerade ein bisschen gehypt auf dieses Spiel. Ja, weil ich freue mich halt wirklich drauf. Nächste Station Dornbirn. Ich freue mich halt einmal drauf und das schon seit ich herausgefunden habe, eben, dass es released wird. Deswegen bin ich halt so ein bisschen euphorisch gerade. Ne? Nee, und da kommt halt auch. Ich werde das halt in demselben Format machen wie die Tomb Raider Trinity Trilogie. Also immer so, ich werde in Sessions aufnehmen. Ich meine, das kam eigentlich ganz gut an, weil da die Folgen auch nicht zu lang sind. Mal, jetzt fahre ich mal ein bisschen schneller hier. Aber wie gesagt. Ich hoffe, ihr freut euch natürlich auch darüber. Über diese Trilogie. Ich werde sie definitiv machen. Weil das war von Anfang an klar, dass ich die machen werde. Wenn es die schon gibt, ne? Also, dass man eben diese klassischen Sachen halt auch auf den neuen Konsolen spielen kann. So, dumm, dumm. Dann kommt noch, also der nächste größere Halt ist dann, wie heißt der? Feldkirch. Und hinter Feldkirch kommt dann Bludenz. Ich werde auch ein bisschen den Reisemodus auch nutzen, weil ich habe noch keinen einzigen Reisemodus wirklich abgeschlossen. Deswegen werden wir auch sehr viel mal im Reisemodus unterwegs sein. Das machen viele so, weil die Fahrplanfahrten, die wiederholen sich ja am Ende immer nur ein anderes Wetter jeweils. Deswegen machen wir eben auch mal den geführten Modus. Man kann natürlich auch trotzdem noch die Fahrplanfahrten machen. Ich hatte auch schon mal überlegt, dass ich immer, wenn ich irgendwas fertig habe, dass ich das dann runterhaue, weil ich das ja dann durch habe. Aber man hat ja doch noch mal das Gefühl, irgendwann noch mal die Strecke fahren zu wollen. Ne? Was ich zum Beispiel schade finde, ist bei der Antelope Line gibt es halt nur 90 Fahrten, glaube ich. Aber das liegt halt daran, dass man halt so ewig lang unterwegs ist. Ne? Man ist halt wirklich auch mal 2 Stunden unterwegs, wenn alles funktioniert. Also, ja, weil, warum ist man da so lange unterwegs? Weil man halt da nicht mit 80 Sachen oder 100 Sachen da lang fahren kann. Ja. Nee, aber wie gesagt, die amerikanischen Strecken bauen gerade sehr gute Pluspunkte auf. Finde ich nämlich sehr gut, Leute. Ja. Wie gesagt, es freut mich auf alle Fälle, was hier die Zukunft von TSW angeht auch, ne? So, nächste Station Dornbirn Schoren. Ich habe bis heute, das ist vielleicht für einige unverständlich, aber ich habe bis heute einschließlich nicht Bremen-Oldenburg geholt zum Beispiel. Oder auch nicht die Niedertalbahn. Weil die Niedertalbahn soll ja angeblich die beste, also die schönste Strecke sein. Was ich so gesehen habe, ja, ländlich, sehr schön, klar. Nur das Fahrzeug gefällt mir nicht. Das ist das Einzige, warum ich es nicht gekauft habe. Für den Preis zumindest nicht. Von der, vom Detailgrad, also hier von der, Szenerie und so, ist wunderschön, aber. Oder auch Blackpool Branches, davon hört man nichts mehr, ne? Nichts mehr. Das war damals, wo es rausgekommen ist, mal für eine Woche, 2 Wochen im Hype. Dann wurde es auch mal gespielt von einigen und dann nichts mehr. Nichts mehr. Schade eigentlich, ne? Aber ich weiß schon, warum ich es nicht geholt habe. Weil das wieder so 1950 angelegt ist oder so. Also,
zumindest ältere Zeit, ne, also nicht Neuzeit. Und mich persönlich interessieren halt diese älteren Strecken oder älteren Modelle nicht so sehr. Eine Ausnahme ist natürlich die auf der Koblenz-Mainz-Strecke, die Züge, die da fahren. Aber ja, das sind Kleinigkeiten und beziehungsweise auch kleine Ausnahmen. So, kann es sein, dass wir jetzt gerade auf dem falschen Gleis sind, weil hier drüben steht nämlich die Zeit und hier drüben steht Bludenz. Keine Ahnung. Ach Mensch, Leute. Grafikfehler. Kann man das hier eigentlich anmachen? Eingabe. Naja. Auch dass das Ding hier nicht funktioniert. Also wie gesagt, die Bernina-Line werden wir natürlich definitiv auch noch holen. Ja. Weil, wie gesagt, die reizt mich natürlich auch schon. Weil die halt wirklich sehr, sehr gut ist. Aber man hat ja keine Eile. Man muss sich ja nicht stressen. Nur beim Release immer alles gleich zu holen. Vielleicht ist ja irgendwann mal ein Sale, ein Osterseel oder so. Bezahlt man für eine klassisch richtig gute Strecke eben nur 20 Euro zum Beispiel, ne? Statt 35. Vielleicht hole ich sie mir auch. Vielleicht auch nicht. Also zeitnah. Vielleicht aber auch erst in 2 Wochen. Mal schauen. Mal sehen. Auf alle Fälle hole ich sie mir. Keine Sorge. Also die werden wir auch noch machen. Weil es mich persönlich eben auch interessiert. Hatte ich auch schon mal gesagt. Ich zeige auch die Strecken, die mich halt selber auch interessieren. Und wo ich halt selber auch denke, dass es halt Spaß macht, ne? Das zu fahren. Ich hatte jetzt mal wieder ein paar private Fahrten gemacht bei der Doncaster Line. Also hier Doncaster nach Pietzburg. Ist halt wie die Schnellfahrtstrecke Köln-Aachen, ne? Da Würzburg-Kassel oder Kassel-Würzburg. Man muss im Grunde eigentlich nur einmal oder zweimal anhalten. Manchmal gar nicht. Also keine Herausforderung, gar keine. Ne? Man schaltet einfach nur hoch, gibt Gas und der Rest macht's alleine. Das ist eine, ist vielleicht eine ganz interessante Strecke, ja, aber wenn sie es bis London gemacht hätten, wäre es spannender gewesen. Durch den ganzen Regio-Verkehr dann auch noch mit. Ja, die Class 700 wollte ich mal holen. Habe ich auch noch nicht geholt. Bin ich einfach noch nicht dazu gekommen. Ich wurde auch mal vor Monaten mal gefragt, wegen Lackierungen machen. Ich habe keine Ahnung, wie man eine sinnvolle Lackierung macht. Und ich habe so viele Leute gesehen, die richtig gute Arbeit leisten, was Lackierungen angeht. Da lade ich mir lieber sowas runter, solche Lackierungen. Und da weiß ich halt auch, dass die richtig gut geworden sind. Also selber habe ich noch keine Lackierung auf der Reihe gekriegt. Also keine anständige. Das muss ich auch zugeben. Auch Szenarien. Wenn ich jetzt mal ein Szenario erstelle, mache ich einfach nur so ein 0815-Szenario. Wenn ich jetzt einfach mal mit einem Zug auf irgendeiner Strecke fahren möchte. Ne? Also wir werden natürlich auch noch mal so ein Experiment machen, mit einer anderen Lok zu fahren. Na, außer jetzt hier die... Na, sagt schon, Metrolink zu fahren. Es gibt ja auch noch andere Dieselfahrzeuge. Zum Beispiel die 642, was natürlich überhaupt nicht passt für Amerika, aber viele mögen ja die Bahn. Und die könnte man zum Beispiel auch da mal fahren. Zum Beispiel, ne? Zum Beispiel, ne? Oder eben die 101 oder ach ne, die 101 geht nicht. Also es gibt halt einige Sachen, was wir da halt auch hinstellen können. Den Vectron können wir da nie fahren, weil die Vectron ist halt nur Elektrobetrieb und kein Dieselbetrieb. Aber auf alle Fälle könnte man da ein bisschen was machen. Also ich werde da noch ein bisschen was machen auf Deutsch. Ne? Das ist mal so nebenbei gesagt. Aber das mache ich eben wirklich nur, wenn es halt sich auch lohnt. Ja.
Ich hatte mal eine schnelle Reise, also hier schnelles Spiel oder freies Spiel mal gemacht. Also zumindest mal probiert. Weil ich mal rausfinden wollte, ob man mit einem ICE auch nach Chemnitz fahren kann. Und das ging irgendwie nicht. Also auch dort, wo in Dresden halt auch wirklich der ICE auch abfährt, ne? Aber es ging halt irgendwie nicht. Man sollte das halt immer im Vorfeld testen. Ja, so eine Fahrt, bevor man die. Also man kann die natürlich per Szenario einfach so erstellen, ne? Da kann man auch mit einem ICE langfahren. Na, wo man zum Beispiel nur in Freiburg oder in Tharandt hält und dann durchfährt oder so, ne? Aber wie gesagt. Werden wir sehen, wie sich das hier noch entwickelt. Auf alle Fälle bin ich sehr, sehr optimistisch, was TSW 4 angeht. Und freue mich halt auch auf die neuen Strecken. Extrem auf die neuen Strecken. Bin ich echt begeistert und freue mich da wirklich sehr. Also das ist wirklich, ich freue mich darauf wirklich. Ja, und dafür würde ich halt, also für diese Strecken, die sie da im Petto haben, da gebe ich halt auch gerne die 35 Euro aus, ne? Weil da lohnt sich's halt auch, ne? Also man muss halt natürlich rausfinden, wie viele okay, Hauptschalter auf 0. Wie viele Fahrplanfahrten da vorhanden sind. Weil es gibt halt einige Strecken, die, also wo ich mir sage, wozu. Ne? Zum Beispiel South Eastern High Speed. Ist eine sehr schöne Strecke. Lohnt sich auch. Ja, lohnt sich auch. Aber muss man dafür 1400 Fahrplanfahrten haben? Wo, sag ich mal, ein Drittel davon nur Fahrten sind, die 5 oder 10 Minuten gehen? Muss das sein? Nee, meiner Meinung nach nicht. Genauso auch London, Brighton. Völlig übertrieben. Braucht keiner. Ja. Dann sollen sie lieber so 400 Fahrten machen oder so. Das ist doch völlig ausreichend, ne? Finde ich jetzt zumindest, ne? So meine Meinung. Aber nee, manche müssen es eben immer übertreiben. Und dann stürzen dann halt die Konsolen ab, ne? Zum Beispiel PS4 in den meisten Fällen. Nee, aber wie gesagt, TSW kommt auch spontan immer mal eine Folge. Ja. Und wie gesagt, es kommt halt auch immer darauf an, wie viele Daumen nach oben gegeben werden, beziehungsweise wie das Video sozusagen in der Bewertung abschließt dann, ne? Ich hatte zum Beispiel jetzt auch gesehen, dass natürlich viele Aufrufe, aber auch von Aufrufen alleine ist die Welt auch nicht gerettet. Ja. Man sollte dann auch schon mal so gucken, dass man das Video zumindest die Hälfte des Videos mal anschaut, um die Wiedergabezeit zu fördern. Genau. Die Sache ist halt die, dass es halt im Grunde bei TSW eigentlich immer dasselbe ist. Man macht das ein, zwei Mal, dann ist es neu. Und dann wiederholt sich das ja immer wieder. Und viele sagen sich, naja, man guckt sich doch jetzt keine Stunde das an, wo man das schon 10 Mal gesehen hat. Deswegen mache ich halt immer so ein bisschen was Besonderes, weißt du? Immer so besondere Fahrten, ne? Oder herausstechende Fahrten, Szenarien, Strecken, die mich selber interessieren. Ja, ich brauche jetzt keine S-Bahn fahren hin, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Ja, 10 Mal hoch und wieder runter. Weil das immer dasselbe ist. Ja, deswegen, ich bin eigentlich immer so ein Mensch, der versucht, ein bisschen Abwechslung reinzubringen.
Im Grunde ist es natürlich immer dasselbe, bei TSW zumindest, aber man kann ja zumindest versuchen, so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Mainz Koblenz zum Beispiel werden wir auch nochmal angehen, aber das ist halt auch eine sehr lange Strecke und da ist man halt auch sehr lange unterwegs. Und da müssen wir halt mal gucken, wie wir das da machen. Ne? Aber das kriegen wir schon hin. Der Fokus liegt halt momentan jetzt erstmal bei Tomb Raider oder bei den aktuellen Projekten auch. Ich hatte ja auch mal so ein Video gemacht wegen Last of Us 2. Ich bin damit nie so wirklich warm geworden jetzt zum jetzigen Zeitpunkt. Und hatte mir gesagt, nee, ich muss das erstmal pausieren, beziehungsweise erstmal zur Seite legen. Und irgendwann mal machen, wenn ich wirklich dazu bereit bin, auch das wirklich zu spielen. Ja. Natürlich gab es da auch ein bisschen Kritik oder leichte Kritik, weil ich schon manchmal Projekte einfach wieder runtergenommen habe, weil ich gemerkt habe, entweder schaut es kaum jemand an, ich sage nicht niemand, aber kaum jemand an. Und zum anderen sage ich mir, muss es mir ja auch selber Spaß machen. Ne? Lies of P habe ich jetzt noch ein bisschen weitergespielt, aber ich kam nicht wirklich mit der ganzen Sache klar. Ich dachte, ja, es könnte interessant werden. Aber es war dann doch ein bisschen zu krass und zu viele Frustmomente. Und deswegen habe ich mir gesagt, naja, wenn ich mal ein Souls-like-Spiel spiele, dann vielleicht mal ein Dark Souls wieder. Also ein klassisches, so Dark Souls oder vielleicht auch Elden Ring, wenn dann endlich mal das DLC rauskommt. Aber sowas wie Wulong oder so, nee, mache ich nie nochmal. Weil ich weiß ganz genau, wie ich damals unglaublich geflucht habe. Na, wo ist der Hauptschalter? So. Wie ich da unglaublich geflucht habe bei Wolong, aber richtig extrem. Und das will ich wirklich vermeiden, weil das gehört eigentlich nie so in den Let's Play. Das sollen dann die Leute machen, die wirklich Profis sind. Also einer fällt mir jetzt spontan ein, das ist einmal der Ding Dong Pentatube zum Beispiel. Der kann Souls-like richtig gut. Und der Punisher 1987. Also das sind so solche Leute, die halt dann auch mal einen Level 1 Run machen, ne, bei Wolong und so. Also nicht nur das normale Spiel, sondern halt auch mit DLCs und NG Plus und allem drum und dran. Und behaupten dann aber, also zumindest der Punisher sagt dann, nö, ich bin doch kein Profi. Ich komme doch nie aus Japan. Ja, natürlich kommt er nie aus Japan, aber trotzdem ist der für mich Profi, was das angeht. Der hat selbst Dark Souls 3 bis ins NG 7 mit Level 1 gemacht. Ja, also das ist keine Leistung, die jeder kann. Ja, ich habe es mal probiert, tatsächlich. Also Dark Souls 2 ging ja noch, aber Dark Souls 3, nee, das ging gar nicht. Elden Ring habe ich mal überlegt, das vielleicht irgendwann noch mal zu machen, aber ja, Elden Ring ist halt auch sehr ein sehr, sehr gigantisches Spiel. Ja. Das ist nicht einfach mal so in 10, 20 Parts abgeschlossen, weil es ist halt eine Open World und man kann halt alles erkunden. Und wenn man immer dabei ist, irgendwas zu erkunden, dann ist man dabei und dann werden es halt mehrere Parts. Die Frau Schnurrhaar zum Beispiel, die hat über 300 Parts gebraucht, um das Spiel durchzuspielen. Also 300 Parts mal ungefähr Durchschnitt halbe Stunde, also 150 Stunden. Das ist schon eine ganze Menge, ne? Also was immer noch mein Lieblings-Souls-like-Spiel ist, ist tatsächlich, also ich kann es nicht nachvollziehen, warum das viele eben nicht leiden können. Also ist halt Dark Souls 2, ne? Also Dark Souls 2, Dark Souls 1, damit kann ich finde ich jetzt nicht so toll, muss ich sagen, weil das ist, man kann es spielen, also es ist nicht unspielbar, aber
Es ist nicht so gut wie Dark Souls 2. Und Dark Souls 3 ist auch gut. Ja, sehr gut sogar. Aber Dark Souls 2 ist, wenn ich jetzt wählen müsste, besser. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht weil ich einfach mit den Mechaniken da klarkomme bei Dark Souls 2. Genau, Bloodborne habe ich ja auch bis zu einem gewissen Punkt gespielt. Es war auch extrem schwer, Bloodborne. Rise of the Ronin kommt ja jetzt raus. Da werde ich mir aber erstmal ein bisschen Gameplay angucken. Ja. Dann kommt ja auch jetzt dieses neue Final Fantasy Rebirth raus am 29.02. Das werde ich mir natürlich früher oder später holen. Zurzeit spiele ich Final Fantasy 7 Remake, um mich so ein bisschen auf Rebirth vorzubereiten. Aber ich bin mir halt immer noch unsicher, ob ich es mir gleich holen muss. Ja, das ist jetzt auch so eine Frage. Weil es kostet halt trotzdem 80 Euro, ne? Das ist jetzt nicht für jeden mal schnell erledigt. Also, ja. Man muss da schon manchmal überlegen oder Prioritäten setzen. Natürlich ist es schon interessant, ne? Rise of the Ronin kommt zum Beispiel im März raus. Genauso kommt auch Dragon's Dogma 2 raus. Soll auch ein bombastisch gutes Spiel sein. Und ich habe auch schon herausgefunden, man muss nicht unbedingt den Vorgänger gespielt haben. Ich würde natürlich trotzdem vorsichtshalber den Vorgänger mal ein bisschen spielen, damit man ein bisschen in diesem Genre drin ist. Genau, also es kommt so viel Zeug raus in den nächsten 2-3 Monaten. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Haufen Verspätung schon eingefahren. Oh, das Wetter ist halt so scheiße. Nee, also wie gesagt, könnt mir gerne mal eure Meinung zu den ganzen Spielen schreiben, mitteilen. Wer das auch teilweise ganz schön übertrieben findet, ja, dass es eben so viele Spiele gibt, dass man fast gar nicht hinterherkommt, ein Spiel mal ordentlich zu Ende zu spielen. Und was ich halt auch nicht so leiden kann, ist halt, dass viele übel schnell durchrushen durch die Spieler. Also vor allem auch extrem große YouTuber, ja. Die rushen ja da durch, ne? Also, die schneiden so viel Zeug raus. Ich hatte ja mal gesagt, hier bei Assassin's Creed 2 zum Beispiel, da gab es auch eine Szene, die ich überhaupt nicht mochte bei Assassin's Creed 2. Da will ich mich gar nicht außen vor nehmen, was ich da glaube ich auch stumm mal aufgenommen hatte vor Jahren mal. Aber der, also den ich da gesehen habe, der hat ja alles rausgeschnitten. Der hat ja die ganzen Wege zu den Zielen alles rausgeschnitten, ne? Und das, ja, ist schade. Also ich finde es schade. So, Klaus, das ist auch ein komischer Name. Klaus. Ja, an dieser Stelle würde ich auch gerne mal ein paar YouTube-Kanäle empfehlen, falls es jemand bis hierher überhaupt geschaut hat, sage ich mal. Ja, unter anderem möchte ich gerne den Ramagani erwähnen. Ja, Ramagani ist ein YouTuber, der sich spezialisiert hat auf TSW 4. Also macht sehr viel TSW 4 Content, Transport FIFA 2, jetzt aktuell auch Pale World oder so ähnlich ist das. Aber spezialisiert hat er sich eher auf Zugsimulationen. Ist ein sehr, sehr guter YouTuber. Hat auch sehr viel Ahnung davon, weil er selber auch Lokführer ist. Genau, also könnt ihr auch gerne da mal vorbeischauen. Es lohnt sich auf alle Fälle. Ja, dann möchte ich gerne den Evos Let's Play erwähnen. Evos Let's Play ist ein typischer Let's Player bzw. Livestreamer. Ich glaube, er macht ein bisschen mehr Livestream.
Und er, was ich an ihm so interessant finde, ist halt, dass er das spielt, worauf er selber Lust hat. Und er lässt sich halt nicht hetzen. Das ist auch so eine Kunst, die nicht jeder kann. Also er ist so ein Spieler, der, wenn er halt 3 Stunden braucht für eine Sache, also für eine Mission, dann braucht er 3 Stunden. Dann lässt er sich nicht irgendwie unter Druck setzen, sozusagen. Ne? Sehr, sehr guter YouTuber, auf alle Fälle. So, wenn ich in Klaus bin, werde ich mal kurz nachschauen, während wir dann die Tür öffnen, wie der nächste YouTuber heißt. Den habe ich vor kurzem erst entdeckt, vor ungefähr 2 Wochen. Oder vor einer Woche. Also wir halten erstmal dann den Klaus an. Und dann gucke ich mal nach. Da können wir auch auf alle Fälle mal vorbeischauen. Lohnt sich auf alle Fälle. Wie gesagt, natürlich haben wir jetzt hier Haufen Verspätungen, aber das ist mir erstmal egal jetzt. Mir ist es erstmal wichtig, dass wir jetzt hier durch diesen Regen kommen. Klaus ist doch ein größerer Bahnhof, als ich dachte. So. So, da gucke ich gleich mal nach. Wie gesagt, es gibt halt auch so viele YouTuber, die halt wirklich gut sind und auch wirklich klasse sind. Genau, der heißt IDK Gaming 4U. Ja, also auf alle Fälle auch mal bei ihm vorbeischauen. Er macht eigentlich alles querfeldein. Ob das Tekken 8 ist, ob das Diablo 4 ist, also er macht eigentlich alles, ne? Lohnt sich da auf alle Fälle mal vorbeizuschauen. Ein sehr guter YouTuber. Dann würde ich euch noch die Ratchet Fan 38 empfehlen. Ratchet Fan 38 ist eine YouTuberin, die eher ohne Kommentar Let's Plays macht. Auch eher spontane Projekte. Ist aber trotzdem eine sehr nette Person und lohnt sich auf alle Fälle mal vorbeizuschauen. So, und zum Schluss möchte ich noch 2 weitere nennen oder 3 weitere in dem Fall, und das ist einmal der Lokatiel, dann Ding Dong Pentatube und Punisher 1987. Das sind auch so YouTuber, die halt sich eher so auf Souls-like. Lokatiel macht jetzt momentan sehr viel Simulationssachen, also Truck Simulator, ja, sowas halt, ne? Aber Ding Dong Pentatube zum Beispiel macht auch sehr viel Souls-like, genauso der Punisher 1987. Auf alle Fälle sehr, sehr interessante Kanäle. Schaut da wirklich gerne mal vorbei, es lohnt sich auf alle Fälle. So, nächste Station Sulz, Rohlis oder Röhlis. Ne, Röthis. Röthis, nicht Röhlis, sondern Röthis. Das sind alles Orte, die man noch nie gehört hat, ne? Naja. Was natürlich auch krass wäre, ne? München, Lindau zum Beispiel, wäre auch eine sehr schöne Strecke. Ist man da 1,5 Stunden unterwegs ungefähr. Und da hätte man dann auch so eine Verbindungsfahrt, ne? Das wäre bestimmt schon nicht schlecht. Das wäre bestimmt schon nicht schlecht.
Wie gesagt, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du bei mir auch einen Daumen da lässt, ne? Lohnt sich, denke ich mal. Und es kostet vor allen Dingen nichts. Und es würde halt, wie gesagt, um meinen Kanal ein bisschen vorwärts bringen. Ja, man würde sich natürlich, also ich würde mich natürlich dann auch drüber wirklich freuen, ja, weil ich dann dadurch halt auch Rückmeldung bekomme, ja, das, was ich hier so mache, das gefällt auch tatsächlich mal ein paar Leuten. Ja. Momentan mache ich es halt wirklich aus Spaß und guter Laune heraus. Ja. Was bei kleinen YouTubern sowieso eigentlich generell immer der Fall sein sollte. Weil YouTube ist halt auch kein einfaches Geschäft. Das ist manchmal auch sehr frustrierend, ne? Also für mich zumindest ist es halt manchmal auch sehr, sehr frustrierend, wenn man halt sieht, ja, man kommt nicht so wirklich vorwärts, ne? Also man erreicht nicht so viele Leute. Und dann ist es manchmal schon ein bisschen frustrierend, ne? Aber man darf sich davon eben nicht so wirklich unterkriegen lassen. Man sollte einfach sein Programm dann durchziehen. Ja, zum Beispiel Trace of Cold Steel interessiert, glaube ich, nur ein oder zwei Leute. Ja, trotzdem habe ich mir vorgenommen, eben dieses Spiel oder diese Spielreihe zu spielen. Und warum spiele ich diese Spielreihe? Weil sie mir persönlich gefällt. Ne? Und eben der Punisher sagte mir damals auch mal, man sollte das spielen, was man selber spielen möchte. Ich hatte zum Beispiel jetzt auch mal so die Überlegung gehabt, einen Zweitkanal zu machen, wo ich aber andere Inhalte präsentiere, also in dem Fall so Bücher und sowas, also Buchvorstellungen, Bücher lesen, ja. Mal was ganz anderes außer Gaming, das ist dann Unterhaltung, weil das kommt anscheinend bei YouTube auch ganz gut an. Ja, aber das bin ich mir noch nicht so sicher, also da muss ich mir noch genau überlegen, weil ich habe halt kein ordentliches Mikrofon, was ich nutzen kann, um das wirklich so auch aufzunehmen. Rank Whale, okay. Da muss ich noch mal gucken, wie ich das am besten mache. Ja. Schauen wir mal, ne? Ich wollte erst so sprachkursmäßig irgendwie was machen. Aber ich habe dann auch gesagt, nee, das ist. Weiß ich nicht, ob das wirklich jeden interessiert. Ja. Und ich habe jetzt so viele YouTube-Kanäle auch gefunden, die halt jetzt so, so Hörbücher machen. Also Bücher vorlesen und das auch gar nicht so schlecht machen, finde ich. Also, und es kommt gar nicht so schlecht an. Ja. Aber wie gesagt, da muss ich mir noch mal Gedanken machen, wie ich das mache. Auch mal so testweise so was machen. Ich habe einige Bücher, die ich wirklich gerne mal machen würde. Aber die sind halt auch, manche Bücher sind halt wirklich schwere Lektüre, sage ich mal. Das ist nicht so einfach geschrieben. Aber wie gesagt, ich überlege mir das mal mit dem Zweitkanal. Ist ja schnell eingerichtet. Das ist ja schnell gemacht. So. So. Genau. Das Gute an dieser Strecke ist zum Beispiel, dass man halt auch sehr, sehr lange unterwegs ist, ne? Also, man ist halt hier wirklich über eine Stunde unterwegs. Und ja. Das ist dann so, ne? Aber es regnet halt die ganze Zeit, ne? Ich glaube, wir hatten schon mal so eine Regenfahrt. Da sind wir mal von Lindau nach Bludenz gefahren. Feldkirch. Jetzt sind wir erst in Feldkirch, ey Leute. Fahren noch so lange, ne? Bestimmt noch eine halbe Stunde oder so.
glaube, hier bekomme ich keine gute Bewertung. Also wenn ich hier eine Platin-Trophäe bekomme, da weiß ich nicht, woran die sich orientieren. Ja. Ah, guck mal, Feldkirch am Berg. Das ist noch nicht mal Feldkirch Hauptbahnhof, das ist erst Feldkirch am Berg. Na klasse. Ja, jetzt kommt sogar noch ein bisschen leichter Nebel auf hier. Jetzt sind wir hier. Führerbremsventil vor. Ich musste jetzt eine Vollbremsung machen, weil ich hier mit 140 Sachen lang gerast bin. Ich dachte, ich brauche hier ein bisschen länger zum Bremsen. Es läuft halt nicht so gut hier mit der Erfahrung, also mit der. Zum Fahren hier. Haufen Verspätungen. Wir haben zwar mal keine Zwangse bekommen, aber trotzdem. Halt ewig unterwegs. Das liegt halt auch daran, wenn man nach langer Zeit mal wieder TSW anmacht, ne? Und mal wieder eher ein entspanntes Spiel spielt statt ein Actionspiel, ne? Naja. Vielleicht gefällt es ja den einen oder anderen. Trotzdem. Ja. Nee, wie gesagt, das mit dem Bücherlesen und sowas, das habe ich schon länger so ein bisschen überlegt. Aber ich habe mir dann aber auch gesagt, naja. Das muss man ja dann auch durchziehen, ne? Also das ist dann nicht nur so, dass man dann mal ein Video macht, sondern man muss sich da schon im Klaren sein, dass man dann halt auch wirklich das mal so macht, ne? Man muss ja nicht jeden Tag was hochladen, aber immer mal so ein bisschen. Aber das muss ich natürlich auch, wie gesagt, erstmal auch testen. Also testweise mal ausprobieren. Genau. Weil gerade beim Lesen sollte man sich Zeit nehmen. Ja. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Leute heutzutage noch wirklich lesen. Also so die heutige Generation. Weil die meisten wissen zwar, was ein Buch ist, aber wenn man die fragt, was hast du denn gelesen? Wissen die meisten gar nicht, was sie gelesen, ne? Das ist eigentlich ein bisschen erschreckend, finde ich. Ja? Weil die meisten sitzen halt nur stundenlang am Handy, bei TikTok oder bei irgendwelchen anderen Scheiß. Und wenn du die Leute dann fragst, nenne mir mal 10 verschiedene Bücher, gucken die wie eine Maus ins Ohrwerk, so ungefähr, oder wie ein Karnickel ins Ohrwerk oder so, ne? Die haben auch keine Bücher kennen. Was schade ist. Ich finde, Lesen kann schon was richtig Gutes sein. So, nächste Station Feldkirch. Nee, also wie gesagt, mir gefällt Lesen. Ich lese auch sehr, sehr gerne. Und sollte sich schon mal die Zeit nehmen, einfach um mal ein Buch in die Hand zu nehmen und einfach mal
eine Stunde zu lesen. Man muss jetzt keine 3, 4 Stunden lesen. Also ich habe auch schon Leute gesehen bei YouTube auch, die einfach mal so ein Experiment gemacht haben. Einen ganzen Tag lesen könnte ich nie. Also irgendwann lässt ja auch die Konzentration nach. Aber immer mal so eine Stunde oder so schadet nicht. Na, und jedes Buch, egal welches, ist förderlich. Ist zumindest meine Meinung. Könnt ihr gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, wenn ihr das möchtet. Aber ich finde, Lesen macht schon ab und zu auch Spaß. Vor allen Dingen, wenn man eben auch ein interessantes Buch hat, ne? Natürlich sollte man jetzt nicht irgendwie eine Buchreihe lesen, die man sich, also die ihn überhaupt nicht interessiert, beziehungsweise überhaupt nicht, ja, reizt, das zu lesen. Also jeder hat ja andere Genres, sag ich mal, sehr wie beim Gaming. Jeder spielt ein anderes Genre. Und so ist es halt auch bei Büchern, ne? Jeder liest halt anderes. So ist es, wie gesagt, also so geht's mir, ne? Ich kann auch nur jetzt davon reden, also von mir ausreden. Genau. Es kann auch sehr entspannt sein, wenn man von Arbeit kommt, den ganzen Tag auf Achse war, und dann einfach sich abends mal ein Stündchen einfach mal hinsetzt und einfach mal entspannt liest. Es kann mehr Entspannung sein, als sich berieseln zu lassen bei Netflix oder irgendwo, ne? Also ist so, wirklich. Was ich bei der Lok hier zum Beispiel oder bei dem Fahrzeug hier nicht so toll finde, ist das Licht. Weil wenn ich jetzt hier, also wir hatten ja auch schon mal eine Nachtfahrt gemacht, da sind wir nach Lustenau oder so gefahren. Da sind wir auch mal abends gefahren und da hat man fast gar nichts gesehen. Also so gut, das ist wie hier gewesen. Hat eigentlich gar nichts gesehen. Und deswegen lohnt sich eine Nachtfahrt nur bedingt. Vielleicht noch im Schnee, damit man halt auch noch ein bisschen was sieht, aber ansonsten lohnt sich Nachtfahrten nicht so wirklich. So. Ja, also, wie gesagt, es gibt aber tatsächlich Fahrzeuge, ich glaube sogar der Metrolink. Die haben gute Lichter. Also da kann man auch mal nachts fahren. Auch diese riesigen Güterzüge, die haben auch gutes Licht. Also man sollte ja auch ein bisschen was sehen können auf der Strecke. Ja, wie gesagt. Wir werden auch nochmal, wie gesagt, auch nochmal mit dem Caron Pass uns beschäftigen. Weil, wie gesagt, trotzdem ist es eine gute Strecke, Caron Pass, ne? So, nächste Station, Frastanz. Noch Wind dazu gekommen.
Ich hatte mal dieses Szenario mit dem Film, ne, wo die Elefanten da an irgendeinem Bahnsteig standen. Das fand ich total albern, weil normalerweise stehen keine Elefanten am Bahnsteig. Also, es war zwar eine lustige Idee, aber naja. Wollen wir was Neues, ne? Oder wollen wir was anderes, sag ich mal. Aber unrealistisch halt, ne? Weil Elefanten stehen nicht ruhig, vor allem ganz ruhig da, ohne sich zu bewegen, bei einer Bahnlinie, wo reger Verkehr ist. Ja. Aber naja, gut. Ich finde halt, TSW kann man nur als Dauerprojekt nehmen, weil es gibt halt immer neue Inhalte, ne? Also man wird nie fertig mit TSW. Das ist halt einfach so. Man kann pro Fahrplanfahrt im Durchschnitt eine Folge aufnehmen, ne? Und da wirst du halt bei den ganzen Strecken, die rauskommen, ist es eine ganze Menge. Ja. Ist wirklich so. Ich freue mich auf alle Fälle auf einige neue Strecken bei TSW 4. Und wir werden die natürlich auch in Ruhe anschauen. Vorstellen, die Strecken. Ne? Das ist definitiv wieder mit dabei, logischerweise. Und werden dann auch mal endlich mal irgendwann das mal probieren mit diesen Schichten. Also es ist halt, die Tatsache ist halt die bei den Schichten, dass man da halt wirklich sehr, sehr viel Zeit haben muss, weil man nimmt da dann auch wirklich mal 3 Stunden am Stück auf. Und man muss halt das auch als Livestream machen, weil wenn man das nur als Video jetzt macht, dann guckt sich das zu 90% sehr wenige Leute komplett an. Wegen wirklich ein Livestream machen. Wie ist die Qualität des Videos, wenn es dann bei YouTube bearbeitet wird, ist scheiße, aber das will man machen. Ich muss dann nochmal rausfinden, ob man das auch anders einstellen kann. Vielleicht auch noch weiter mit der Qualität noch runtergehen bei Livestream-Formaten. 720p, 60 FPS oder so. Muss ich halt mal überlegen, wie ich das da am besten mache. Was mir so in den letzten Tagen so aufgefallen ist, positiv, was mir da positiv aufgefallen ist, ist, dass die Projekte zumindest mehrere Leute jetzt anschauen. Ne? Was natürlich noch ein bisschen ausbleibt, sind halt die Daumen nach oben, klar, aber das wird vielleicht noch irgendwann. Linz als nächstes. Das sind Ortsnamen, ey. Krass. Krass, krass. Natürlich auch haufenweise Verspätung. Aber nee. Ja, das liegt halt auch daran, dass ich am Anfang, glaube ich, auch so extrem langsam immer gefahren bin. Wenn ich gleich mit 140 Sachen hier lang gerast wäre, wäre das anders gewesen. Was mich bei dem Fahrzeug gerade ein bisschen nervt, ist die SIFA. Das ist wirklich.
Viele haben ja damals zum Release dieses Fahrzeugs so ein bisschen, ja, leicht gehatet, sag ich mal, weil das eine Kopie der 442 ist. Also dasselbe Sound. Und dass das halt nicht passen würde, aber mittlerweile habe ich da gar kein Problem damit. Ich finde, viele, die meckern halt auch sehr auf sehr, sehr hohem Niveau. Also nur damit sie überhaupt irgendwas sagen können. Man kann zwar Kritik äußern, und es gibt sehr viel Kritik bei TDG oder generell bei TSW, aber dann sollte es auch produktiv sein. Und es gibt halt viele Leute, die sich übertrieben, also wirklich übertrieben aufregen und über jeden Scheiß sich aufregen. Und das Problem war oder ist, dass derjenige oder diejenigen, die sich dann einfach also aufregen, extrem aufregen, ne, sage ich immer wieder, also übertreiben, dass die dann aber trotzdem TSW 4 spielen. Extrem viel. Oder eigentlich nur, ne? Das sind zum Beispiel auch solche Sachen, ne? Also ich reg mich, also ich nehme mich nicht außen vor, dass ich mich auch ab und zu mal aufgeregt habe über TSW. Vor allen Dingen auch auf Kassel-Würzburg oder so. Diese Strecke, die wirklich sehr, sehr eintönig war. Beziehungsweise ist. Oder auch zum Teil die Streckenauswahl, ne? Also welche Strecken hier neue Features bekommen, welche nicht. Das sind alles solche Sachen. Da kann man sich schon ein bisschen ärgern drüber, sage ich mal, aber man sollte es halt auch immer nicht übertreiben. Das ist zumindest meine Meinung. Und manche, die regen sich wirklich über alles auf, ne? Also die regen sich über eine Lok auf. Die regen sich über einen Baum auf, der vielleicht gerade ein bisschen anders dasteht als üblich. Also die regen sich wirklich übertrieben auf. Was haltet ihr eigentlich generell so von TSW 4? Findet ihr TSW 4 gut? Dass es das halt vor allem auch für die Konsolen gibt und nicht nur PC wie TS Classic? Also ich finde, TSW 4 macht schon einen guten Job, aber man kann es eben wirklich nicht tagelang spielen. Man spielt es dann mal eine Weile und dann macht man auch erstmal wieder was anderes. Ja? So geht es mir zumindest bei TSW 4. Wenn wir zum Beispiel mal die neuen Strecken dann machen, ne? Also wie gesagt, San Bernardino nach LA oder mal die ganze Strecke fahren, also von Barstow bis nach Lancaster, in den drei Strecken eben, da sind wir ja 6 Stunden mindestens unterwegs, wenn nicht sogar 7 Stunden oder 8er, dann ist so erstmal im Monat gar nichts mehr von TSW, weil das ist anstrengend. Ja, man muss sich ja immer wieder so sagen, man muss ja auch nebenbei auch ein bisschen kommentieren. Und das Kommentieren einer Sache ist nie immer einfach. Ja. Und ich werde bestimmt da, wenn wir das mal machen, keine 8 Stunden lang über TSW reden. Ja. Geht ja gar nicht. Weil was soll man denn 8 Stunden lang über TSW erzählen, was man nicht schon gehört hat? Ludesch. 5 Kilometer. Naja. Ich bin da auf alle Fälle sehr, sehr gespannt, wie das dann umgesetzt wird. Ich freue mich ehrlich gesagt drauf, auf die neuen Strecken. Ich denke, im März kommt vielleicht eine Strecke. Ich weiß jetzt natürlich nicht welche. Ich denke eher Rosenheim. Salzburg könnte vielleicht schon im März kommen. Semmeringbahn und das andere kommt dann so April, Mai, denke ich.
Ich glaube nicht, dass die zwei Strecken in einem Monat machen. Das wäre ein bisschen krass, sag ich mal. Ja, schön, klar, aber sehr unrealistisch. Ja, weil das, was man von Rosenheim-Salzburg zum Beispiel gesehen hat, von den Bildern, sah das schon sehr, sehr fertig aus. Und von San Bernardino nach LA, da hat man eigentlich nur das Fahrzeug gesehen. Also mehr eigentlich nicht. Also das wird noch eine Weile dauern. Und von der Semmeringbahn hat man auch nur also die Lok gesehen und vielleicht ein Bild. Ja. Also was als nächstes kommen wird, ist Rosenheim-Salzburg. Womit wir uns auch dann wiederum beschäftigen werden. Ja, da ist auch wieder ein neues Fahrzeug, die 111. Mal sehen, wie sie sich fahren lässt. Dabei. Genau, und lass uns einfach überraschen. Einfach überraschen lassen. Okay, jetzt ist wieder hier diese Nullstellung. Ist auch sowas, ne? Eigentlich ein bisschen. Mensch. Warum haut es eigentlich jedes Mal diesen Hauptschalter raus? Das ist doch eigentlich völlig sinnlos. Nächste Station Ludesch. Was zum Beispiel auch dringendst ein Update braucht, also ein Streckenupdate, auch was Lichtverhältnisse angeht, etc., ist Tarandarambena. Also nachts kann man da nie langfahren. Das sieht man rein gar nichts. Rein gar nichts. Und man hat da auch so lange Stehzeiten, wenn man zu einer S-Bahn fährt nach Tarand. Da hat man erstmal mindestens 5 Minuten Verspätung, bis man rausfahren kann aus Dresden. Also sehr unrealistisch, weil man auf den Gegenzug warten muss. Und das braucht definitiv ein Update. Also es gibt einige Strecken, die wirklich geeigneter sind, ein Update zu bekommen, als immer nur Köln, Aachen, immer. Man hört immer sehr viel von Köln, Aachen. Warum denn immer Köln, Aachen, ne? Das war die erste Strecke für TSW 2, glaube ich. Naja. Ich weiß nicht, warum die immer noch so extrem gefeiert wird. Naja. Entschuldigung, aber das ist halt wirklich übertrieben. Da gibt es andere Strecken, die bei weitem besser sind, schöner sind und wo sich so ein Update wirklich bei weitem mehr lohnt. Ich denke, als nächstes, wenn wir jetzt hier dann fertig sind heute, werden wir dann auch wieder ein bisschen im amerikanischen Bereich gehen. Da sind wir so wenig unterwegs gewesen. Da werden wir die nächsten Folgen mal im amerikanischen Bereich verbringen. Wir haben da nämlich auch noch einige Sachen zu machen. Boston Sprinter, Trenton nach New York, Caron Pass. Und. Jetzt vor kurzem mal ein Video gesehen. Das fand ich ganz lustig. Weil da wurde nämlich genau auf ein Problem von TSW eingegangen. Und zwar Strecken, also TSW 4 Strecken oder TSW Strecken im Sinne, wo sich das Kaufen nicht lohnt. Ja.
Und er sagte so, naja, eines dieser Strecken ist zum Beispiel tatsächlich die Zentralschweiz. Ja, ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum? Könnt ihr euch noch entsinnen, wo wir damals noch, also es ist irgendwo in der TSW-3-Liste drinne, das Video, wo ich die Zentralschweiz so gelobt hatte? Ja, am Anfang war das auch. Oder für TSW-3-Niveau ist auch die Zentralschweiz okay, aber nicht mehr für TSW-4. Weil der Typ hatte gesagt, die Zentralschweiz ist deswegen scheiße, A, weil es nur ein einziges Fahrzeug gibt, und die Bahnhöfe sowas von leer sind, ja, und hinzu kommt, man kann nachts nicht fahren. Bei vielen älteren Strecken ist das Problem, dass man keine Nachtfahrt anständig fahren kann, ohne was zu sehen. Also gar nichts zu sehen, also wo das Licht halt einfach nur mehr als Scheiße ist, wortwörtlich. Und das Fahrzeug zum Beispiel hat überhaupt kein gutes Licht. Überhaupt nicht. Und ja, das wurde halt kritisiert. Dann auch die Strecke Duisburg-Bochum. Das ist eine Strecke, die eigentlich, glaube ich, nur interessant ist wegen der BR-101. Und ich glaube, man muss halt die Strecke haben, damit man die 101 überhaupt fahren kann. Also fahrtechnisch einfach nur blöd. Also blöd ist gar kein Ausdruck. Der Grund hierfür ist ganz einfach. Ihr kennt oder einige von euch kommen vielleicht sogar aus der Stadt Essen. Ja? Essen ist jetzt keine kleine Stadt. Ja, und eigentlich ist der Bahnhof genauso wie hier. Sollte zumindest so sein. So, und das hier ist nur ein Kaff, ja, im Vergleich zu Essen. So, und in Essen, wenn man da einfährt, ob mit einer S-Bahn oder mit einer Regio, da ist keiner, kein Mensch auf diesen Bahnsteigen. Ja, vielleicht mal einer oder zweier, die da mal verirrt rumlaufen. Aber ansonsten sieht man an den Bahnsteigen nichts. Ja? Und das ist, ja, schade. Es liegt vielleicht doch einfach daran, was meine Vermutung ist, dass es einfach nicht mehr für TSW 4 wirklich ausgelegt ist. Wenn man jetzt die TSW 2-Variante von der Strecke runterlädt, ist dann vielleicht wieder ein bisschen mehr los. Ne? Also ist dann vielleicht auch wieder Bevölkerung da und so weiter. Ja, aber bei TSW 4 sieht man da eben gar nichts mehr. Und deswegen finde ich halt auch das Schwachsinn, dass halt jedes Mal alle Strecken da übernommen werden müssen auf die nächste, aufs nächste Spiel. Ja, also von TSW 2 auf TSW 3, auf TSW 3, auf TSW 4. Das ist unnötig. Ja, das ist zum Teil wirklich auch nervig. So, als nächstes kommt dann schon Bludenz. Das ist gut. Da haben wir es dann geschafft. Ich weiß gar nicht, wie lange der Stream jetzt hier geht. Ich mache das ja als Stream-Format. Ich mache aber kein Livestream, sondern nur so ein Stream-Format, das halt über eine Stunde geht. Anschauen tut das am Ende vielleicht bis hierher gar keiner. Ja, das kann ich nicht sagen. Aber wie gesagt, viele Fahrten sind halt über eine Stunde lang oder manche. Und die muss man halt in dem Format aufnehmen, um das eben dann auch wahr zu machen. So, nächste Station ist dann Bludenz. Und ich kann hier nur mit 45 Schlangen fahren, maximal. Auch so, also was auch die generellen so Projekte angeht, ne? Also so Let's Play-Formate oder Let's Play-Projekte. Es gibt so viele Spiele, die mich selber auch interessieren würden, die ich mal spielen wollte.
Aber da muss man halt wirklich auch dranbleiben dann, ne? Bestes Beispiel, Kingdom Hearts zum Beispiel, ist ein sehr schönes Spiel, ist aber auch nicht für jeden, also spricht halt auch nicht jeden an. Ja, ist trotzdem eine sehr schöne Spielreihe, ne? Also auch lustige Spielreihe. Dann eben, wie gesagt, Souls-like, ne? Elden Ring habe ich immer mal angefangen und dann nie zu Ende gemacht. Weil das einfach ein Riesenspiel ist. Das einfach nur Wahnsinn, also Wahnsinn ist. Dann die Yakuza-Reihe zum Beispiel, ne? Da kommt ja jetzt auch wieder so ein neues Yakuza-Spiel raus. So ein Nachfolger von diesem Like a Dragon. Like a Dragon habe ich nur ein bisschen gespielt, also nicht komplett, aber ein bisschen reingespielt. Ich fand es ganz lustig. Aber da gibt es halt auch so viele Teile, ne? Einmal Wahnsinn. Devil May Cry zum Beispiel spielt heutzutage keiner mehr, ne? Also ist trotzdem eine sehr interessante Reihe gewesen. Aber es spielt eben einfach keiner mehr. Warum spielt es keiner mehr? Weil es zu alt ist. Weil es keinen mehr interessiert. Watch Dogs zum Beispiel ist so wie ähnlich wie GTA, glaube ich. Interessiert aber auch nicht jeden. So. Sind wir tatsächlich im Bludenz angekommen? Erfolgreich. Haben wir noch bis vor. Mit Haufen Verspätung übrigens. Ja. Fast eine halbe Stunde Verspätung. Ist eigentlich sehr untypisch. Zumindest für die Bahn hier. So. Dann gucken wir mal, ob wir zumindest Gold bekommen. Und ich weiß noch nicht, wann ich die Folge hier hochlade, weil die muss ja auch erstmal ein bisschen bearbeiten, also verarbeiten, das ist eben auf HD und 1080p und so hoch skaliert wird. Das dauert jetzt vielleicht einen Tag oder so, bis das bearbeitet ist. Und dann werde ich das halt hochladen, beziehungsweise online stellen und dann werde ich ja sehen, wie viele Leute das interessiert hier. Ja. Aber ich muss halt auch, glaube ich, ein bisschen mehr Livestreams machen, wieder mal. Also ich habe lange jetzt keinen Livestream mehr wirklich gemacht. So, wie viel? Oh, seht ihr? Wir haben eine halbe Stunde Verspätung ungefähr und trotzdem kriegen wir Platin. Das ist Wahnsinn, ne? Dies ist doch Wahnsinn. Das ist doch crazy. Nee, da freue ich mich auf alle Fälle. Bludenz nach Lindau. Nee, das machen wir heute nicht nochmal. Genau. Regenshafen, die S1 Hauptmenü. Ja, und wie gesagt, wir gucken uns mal in den nächsten Folgen auch mal ein bisschen wieder im amerikanischen Raum um. Also ich möchte mich auch ein bisschen wieder, wie gesagt, mit dem ich gucke einfach mal mit euch da rein. Wirklich mal mit dem Caron Pass ein bisschen beschäftigen. Es sind 120 Farben, also eine ganze Menge. Ich gehe jetzt hier mal rein. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal so eine Fahrt angucken. Seht ihr hier auch, ne? Man ist da wirklich lange unterwegs. Also man würde halt nie in der Nacht, also in der Nacht fahren wir nicht nur, sondern auch mal tagsüber. Das sind dann so 1 Stunde 17, 1 Stunde 49, ja. Das ist dann schon ordentlich hier. Zementzug von Houston nach Los Angeles. Ja. Fahren Sie diesen Zement-Ganzzug von Victorville nach San Bernardino. Ja. So. Und wenn wir hier mal gucken, das ist ja Zementzug, ne? 1,20.
Und hier oben ist zum Beispiel auch Zementzug. Vom Barcelona Victorville, ne? Das sind auch zusammenhängende. Muss man immer mal ein bisschen gucken, so, ne? Also das sind auch viele zusammenhängende Fahrten. Wir haben auf alle Fälle mal ein bisschen uns damit beschäftigen. Also da ist man auch schon locker, wenn ich das mal so überlege, so locker mal 2 Stunden auf der Strecke auf Achse. So, und dann haben wir auf alle Fälle, womit ich mich auch noch beschäftigen möchte in der nächsten Zeit, ist auch die Antelope Valley Line. Mit der habe ich noch gar nicht so viel gemacht. 2 Fahrten haben wir gemacht. Und das Trainingsmodul haben wir sogar gemacht. Interessant. Szenarien habe ich noch gar keins gemacht. Was ist denn das hier eigentlich? Da gucke ich hier nochmal. Intermodal Terminal Teil 1. Fahren Sie den ersten Teil dieser Güterzug? Zug ist der zum. Okay. Ja, also seht ihr ja hier, ne? Ist jetzt nicht so viel. Aber eben, wie gesagt, was mich eben auch sehr interessiert, ist halt auch dieser Zug hier. Dem sind wir schon gefahren. Und das Ding auch. So. Hier, man ist da halt auch wirklich lange unterwegs, ne? 1 Stunde 13. Das ist der erste Teil. 6:39. Also 7:50 ungefähr. Das ist dann der nächste Teil. Also 1:13, ne? Also 2:13 ungefähr. Also man ist ja hier auch schon mal auch lange unterwegs, ne? Hier komplette Strecke 2:11. Ist schon nicht schlecht. Also, wie gesagt, wir werden uns damit einmal auch mal ein bisschen beschäftigen. Wie gesagt, wir werden auch New York-Trenton mal angehen. Die deutschen Strecken und Vorarlberg und so weiter hat man ja jetzt lange gehabt. Da werde ich nur die Szenarien vielleicht jetzt auch erstmal nach und nach spielen. Also da fehlen mir jetzt, glaube ich, noch 2 oder 3er. Sind jetzt auch nicht so schwer. Und Boston Sprinter gehen wir nochmal an. Maintalbahn zum Beispiel habe ich, glaube ich, auch nur 1, 2 Fahrten gemacht. Also nicht so wirklich viel. Genau. Guck mal einfach mal, was sich da so machen lässt. Ja, auf alle Fälle freue ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch die Folge so ein bisschen gefallen hat. Und könnt auch gerne einen Kommentar schreiben zu den Sachen, die ich hier im Video gesagt habe. Würde mich natürlich riesig drüber freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge hier zur TSW 4 wieder oder einem anderen Projekt. Ich würde mich jedenfalls riesig darüber freuen, wenn auch ein paar neue Leute hinzukommen, ne? Vielen Dank fürs Einschalten. Bleibt gesund.